hoffentlich nette Kommentare von unseren Gästen. Und der Trainer hat gleich zwei mitgebracht, da kommen wir noch gleich zu. Aber erstmal unser Trainer, Glückwunsch, Michael, an dich und an die Mannschaft. Sag ein bisschen was zum Spiel, wie du es erlebt und gesehen hast. Ja, schönen guten Abend. Ja, das war ein Spiel, das mir natürlich nicht gefallen hat, weil wir, ja, wir haben sehr pomadisch gewirkt heute. Irgendwo waren wir nicht ganz frei. Ich will nicht sagen, dass wir überheblich waren, aber wir waren zwei, drei Mal mit 4, 5 Toren weg und da muss man einfach so ein Spiel rechtzeitig entscheiden und das nicht bis kurz vor Schluss spannend lassen und das kann auch mal noch schief gehen. Aber wir sind wieder ruhig geblieben, haben trotzdem an uns geglaubt, das macht die Mannschaft im Moment aus. Und, ja, und heute haben wir auch gesehen, dass wir zwei gute Tore wieder haben und das war ganz wichtig heute. Wenn wir ja, ich denke, dass man natürlich jetzt gesehen hat, dass wir schon ein paar Spiele gemacht haben. Auch, dass manche Spieler ein bisschen müde sind. Wir müssen gucken, dass wir jetzt regenerieren und alle Kraft sammeln für Samstag. Das wird sehr schwierig. Aber ich denke, dass wir mit breiter Brust in den Norden fahren. Und ich weiß nicht genau, ob ich mitfahren werde, weil ich habe dort noch nie gewonnen. Vielleicht bleibe ich einfach mal zu Hause. Ja. Ich war ja letzte Saison einmal gefehlt gegen Minden, haben sie immerhin einen Punkt geholt. Vielleicht holen wir dann einen Punkt. Nein, wir werden uns konzentriert vorbereiten, müssen natürlich, ich werde sehen, aber wir haben das erreicht, was wir wollten. Wir haben 5 Spiele gespielt, 5 Spiele gewonnen und darauf können wir sehr stolz sein. Dankeschön. Wir sehen uns gleich noch in der Pressekonferenz. Dankeschön, Michael Roth, seinem Berufskollegen Thomas König. Aber jetzt habe ich erstmal, wie ich finde, 2 Schlüsselfiguren hier, mindestens, die wir heute in dem Spiel gesehen haben. Erstmal euch beiden herzlich willkommen, Jeffrey Boomhau und René Willers. Der Trainer hat es gesagt, er ist nicht ganz zufrieden hier, aber ihr habt den verdienten Applaus, weil ihr in der Schlussphase gezeigt habt, man kann auch nochmal explosiv in der 50. Minute richtig Vollgas geben. Jeffrey, Hand aufs Herz, sagt man, Mensch, heute kommt nur der Aufsteiger und unterschwellig vielleicht doch so ein bisschen auf der leichte Schulter genommen oder was hat der Trainer vielleicht damit gemeint? Ja, so sah es vielleicht aus, aber ich glaube, Bittenfeld ist auch eine sehr gute Mannschaft und sehr eingespielt auch. Und das haben wir heute auch gezeigt und ich glaube, wir haben uns sehr schwer getan. Das war eigentlich ein bisschen unnötig, glaube ich. Aber ja, dann hat es am Ende doch gereicht und ich bin sehr zufrieden. Also nicht sehr zufrieden, aber mit den 2 Punkten, das zählt. Das ist richtig, genau. Dass es so gekommen ist mit den 2 Punkten, das haben wir nicht zuletzt dir zu verdanken, René. Du hast länger Zeit auf der Bank während des Spiels schon mal zu beobachten. Was machen die Schützen? Ist das wirklich so, dass du dir das nochmal einprägst, um dann in der Schlussviertelstunde richtig zu explodieren? Oder wie geht das? Erstmal herzlichen guten Abend. Und danke für euer tolle Unterstützung heute. Ja, kannst du mal ein bisschen beobachten, aber ich habe auch letztes Jahr gegen Bindfeld gespielt und ich habe auch eigentlich auch gut gegen Bindfeld gespielt, 2-mal. Das habe ich auch gut positiv Vertrauen. Aber wie Roth hat gesagt, dann, du musst dir warm halten, 50 Minuten und vielleicht kommst du rein, lässt es sehen und dann musst du Vollgas geben. Aber ich bin auch richtig müde jetzt, ehrlich. So einfach kann das sein. Letzte Frage an euch beiden. Es geht jetzt am Samstag ein bisschen näher an deine Heimat, René. Jeffrey, kann man da irgendwie so eine kleine Einschätzung zumindest angehen? Wir haben jetzt, Trainer hat es gesagt, wir könnten relativ mit breiter Brust dahin fahren mit 18-0 Punkten. Die Flensburger haben sicherlich auch 18-0 Punkte. Ist das jetzt schon ein richtiges Spitzenspiel oder sind wir nach wie vor Außenseiter, trotz der blütenweißen Weste? Das wird auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Also Nummer 1 gegen Nummer 2 ist immer ein Spitzenspiel. Und, aber wir sind kein Favorit. Aber wir können vielleicht überraschen, wie Stuttgart heute auch. Und dann müssen wir sehen, einfach mal Punkte oder 2 Punkte holen. Das heißt auch für René nochmal jetzt viel Videoanalyse in den nächsten Tagen. Was ist das Programm in der Vorbereitung auf den Spitzenreiter Flensburg? Ja, ich weiß nicht genau, was Plan ist morgen, aber Freitag ist Taktiktraining und dann haben wir Video und dann auch
gut zum Schluss fahren, viel Video gucken und dann hoffentlich ist das gut. Ich würde gerne dieses Spiel gewinnen, für 15 von meiner Familie kommt vorbei, so. Ja, gesagt, ich muss voll Gas geben, und, aber das ist schwer. Aber wenn wir nicht Fehler in Angriff machen und die nicht alle diesen 10 oder 15 Tore im Gegenstor macht, dann habt ihr auch eine gute Möglichkeit. So, wir wünschen dir, dass deine Familie glücklich wird. Vielleicht kannst du auch noch ein paar von deiner Familie einladen. Dann seid ihr komplett da oben im Norden. Einer, Jeffrey, du stehst am nächsten Rand hier, greif doch mal in die Glückstrommel, dann machen wir einen Fan heute hier glücklich, eine Besucherin oder einen Besucher. Und zwar ist das der Thomas Sternberger aus Kassel. Wenn er 50-Euro-Gutschein haben möchte, kommt er schnell zu mir. Dankeschön, Applaus nochmal, Jeffrey Boomhauer und René Willersen. Danke euch.